An welcher Seite des Herrn geht die Dame? Zu seiner Rechten natürlich. Denn links trug er einst seinen Degen. Der hätte die Dame gestört. Ein alter Zopf also. Und trotzdem hat sich der Brauch erhalten. Oder doch nicht? Manieren bilden einen Verhaltenskodex im Umgang mit Menschen. Sie sind von Kultur zu Kultur verschieden und dem Wandel der Zeit unterworfen. Sie dienen immer einem optimalen zwischenmenschlichen Kontakt. Ihnen zugrunde liegt der Respekt. In der Bundeshauptstadt Bern, das 5-Stern-Hotel Bellevue Palace. Hier sind gute Umgangsformen Tradition. Da sie überlieferten europäischen Gepflogenheiten entsprechen, ermöglichen sie ein klares, unkompliziertes Verhältnis zwischen Gast und Haus. Der Gast kann etwa dem Chasseur vertrauen, wenn er die Autoschlüssel abgibt. Er betritt als erster die Halle, denn innen wird er von weiterem Personal empfangen. Der Chasseur begleitet ihn zu seiner Linken. Der Gast ist die zu betreuende Person. Haben Sie eine schöne Anreise? Viel Verkehr, aber jetzt bin ich froh, dass... Mit einem freundlichen Empfang soll er sich sofort wohl und aufgehoben fühlen. Manieren sind überhaupt wichtig im täglichen Leben. Sie erleichtern den Umgang mit verschiedenen Kulturen in unserer Gesellschaft. Aber in unserem Hause, trifft das zu, sind das ganz besonders wichtig, die Manieren und die Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter. Weil der Gast, der das Bellevue betritt, hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und darum geht es, diese Erwartungshaltung zu erfüllen oder eben noch besser zu übertreffen. Das Bellevue Palace ist 150 Jahre alt und im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Manieren sind an den Adelshöfen entstanden. Das Bürgertum übernahm sie. Heute sind sie allen zugänglich. Wenn eine Mitarbeiterin des Hauses den Gast begleitet, geht sie zu seiner Linken. So dürfte zumindest auch klar sein, dass sie nicht seine Geliebte ist. Sie lässt den Gast zuerst den Lift betreten. Es ist ja übersichtlich. Auf der Etage hingegen geht die Gastgeberin voraus, um zu signalisieren, dass dem Gast keine Unannehmlichkeiten drohen. Gehen zwei Herren nebeneinander her, ist der Rechtsgehende der Höhergestellte. Anständig verhält sich der Gast, wenn er sich für den guten Service bedankt. Trinkgeld wird von ihm keines erwartet. Hingegen geziemt es sich, dem Portier für seine manchmal schwere Arbeit einen Obolus zu geben. Über solche Details hat Adolf Freiherr von Knigge nie gesprochen. In seinem Buch von 1788 spricht er über den Umgang mit Menschen, nämlich wie die verschiedenen Charaktere am besten miteinander zurechtkommen. Hans Adam von Liechtenstein. Bernhard von Muralt, dessen Vorfahren als Adelige an europäischen Höfen verkehrten, unterrichtet die Belegschaft des Bellevue Palace regelmäßig in korrektem Umgang. Durch die Tatsache, dass wir uns so oder so aufführen oder geben oder verhalten, wollen wir unserem Gegenüber... Etwa wie man gerade heutzutage damit Kunden gewinnen kann. Es sind Spielregeln der Gesellschaft. Man versucht, sich dort von einem Konkurrenten abzuheben, wo man eben kundenorientierter, menschlicher auf seinen Gesprächspartner einzugehen vermag. Und dazu gehören eben gewisse Manieren, das gewisse aufeinander entgegengehen und vor allem eben durch Formen Vertrauen zu wecken. Denn das soll es ja sein. Formen als solche sind leere. Sie haben keinen Inhalt. Wenn ich aber die Formen in den Dienst der Vertrauensbildung stelle und implizite in die Kompetenz, dann habe ich da einen echten Mehrwert. Wie verhält man sich bei Tisch, damit man seinem Gegenüber angenehm auffällt? Wohin mit den Händen? Entweder gefaltet vor sich, sofern der Teller genügend Platz lässt, oder seitlich. Aber auf dem europäischen Festland nicht unter den Tisch und auf keinen Fall die Ellbogen auf den Tisch. Früher galt die Devise, Salat wird nicht geschnitten. Aber wenn heute große Salatblätter serviert werden, geht das nicht anders. Aber im Prinzip versuche ich, den Salat nicht schneiden zu müssen. Dann aber zerteilt man den Salat und isst ihn mit der Gabel in der rechten Hand. Beim Hauptgang mit Fleisch muss man natürlich das Messer verwenden. Direkter Gang zum Mund damit zu verbinden und keineswegs, in keinem Fall, das Umdrehen
allenfalls so. Das Messer soll nie dazu dienen, Gemüse oder Beilagen auf die Gabel zu schaufeln. Setzt man während des Essens aus, soll das Besteck nicht auf den Rand gelegt werden. Es könnte herunterfallen und schon gar nicht an den Tellerrand gelehnt. Man legt es immer in den Teller, um Kleckereien zu vermeiden. Das während des Essens signalisiert, wie gesagt, ich bin noch beim Essen. Am Ende des Essens liegt das Besteck rechts beieinander, damit es beim Wegnehmen des Tellers durch das Personal nicht weggleitet. Die Serviette wird zusammengefaltet, aber weder in den Teller noch auf den Stuhl gelegt, sondern an den linken Tellerrand. Und wer Anstand kennt, stellt seinen Stuhl zum Tisch. Manieren haben auch mit der Würdigung des Gegenübers zu tun. Ein sorgfältig gedeckter Tisch mit sauberem Geschirr und Besteck soll dem Gast nicht nur ein ästhetisches Vergnügen bereiten, sondern ihm auch zeigen, dass er willkommen ist. Es gibt keine fixen Regeln, wie Gabel und Messer genau zu liegen haben. Jede Nation und jedes Haus hat seine eigene Linie. Das gilt auch für die Formen und das Eindecken der Gläser. Die Fingernägel des Personals und die Kleider sind selbstverständlich sauber. Aber ebenso wichtig wie gute Manieren des Personals ist dessen Herzlichkeit. Der europäische Adel hat die Dame verehrt wie keine andere Gesellschaft. Noch heute hilft man der Frau aus dem Mantel, so sie das zulässt. Manche sehen darin eine Bevormundung und lehnen die Ehrerbietung als leere Hülle ab. Der höhergestellten Person, hier dem Direktor, werden die Damen vorgestellt. In der Regel aber wird der Dame der Herr vorgestellt. Der Gastgeber platziert seine Gäste im Hinblick auf eine angeregte Konversation, vor allem bei einer großen Tafel. Denn für die Gäste ist es oft schwierig, den idealen Platz zu finden. Formvollendet ist es, der Dame den Stuhl zurechtzurücken. Als erstes kommt die Serviette auf den Schoß, zum Zeichen, dass man sich wohlfühlt. Die passende Kleidung zeugt von Höflichkeit. Shorts sind eine Knacknuss für Fünf-Sternhäuser. Wir dulden Shorts eigentlich nicht. Aber wenn einer Shorts trägt über die Knie und elegant oben, warum? Und Socken trägt und Schuhe trägt, dann ist er korrekt gekleidet. Hingegen, wenn er da mit ganz kurzen Hosen kommt, dann möglich noch barfuß und auf unsere Polsterstühle sitzt, dann passt das dann nicht zu unserem Hause. Vor allem reklamieren die anderen Gäste. Eine weitere Frage des Anstands: das Gespräch unterbrechen und sich dem Sommelier zuwenden? Das Weintrinken unterliegt regionalen Gepflogenheiten. Die Gläser beim Zuprosten aneinander zu schlagen, ist nirgends wirklich Sitte. Wohl aber erhebt man in Deutschland und in der Schweiz das Glas. Gar nicht Brauch ist dies in Italien. Dort beginnt jeder, wann er Lust hat. Hierzulande hingegen gibt der Gastgeber das Startzeichen. Das Glas hält man richtig am Ansatz zur Wölbung und weder am Stiel noch am Sockel. Die Speisen werden von rechts serviert. Rechts werden die Teller auch abgetragen. Es gilt das Gesetz der größtmöglichen Körperdistanz. Der Salat. Aber wenn das Zerteilen mit der Gabel schwerfällt? Die Gabel wird als Spieß oder Schaufel verwendet. Als Schaufel sollte sie nur in der rechten Hand liegen. Richtig ist es, ein Stück Brot zum Anschieben des Fisches auf die Gabel zu Hilfe zu nehmen. Brot soll man aber brechen, nie schneiden. Es ziemt sich, mit seinen Tischnachbarn zu plaudern, einander zuzuhören und sich nicht im Stuhl zurückzulehnen. Das nicht verwendete Vorspeisenmesser lässt man liegen. Es wird vom Personal weggeräumt. Manieren sind nichts Auffälliges. Sie dienen dazu, Kleckereien auf Hemd oder Tischtuch zu verhindern und das Tischgespräch nicht durch unappetitliches Verhalten zu stören. Es ist angebracht, kleine Stücke zu schneiden, das Messer in den Teller zu legen und die Gabel in die rechte Hand zu nehmen. Man ist mit kleinen Bissen schneller wieder im Gespräch. Man soll ja nicht mit vollem Mund sprechen. Und es ist ohnehin besser für die Verdauung.
Tischmanieren sind zwar nicht wichtiger als gute Gespräche, aber sie können Beziehungen positiv beeinflussen. Sie haben auch mit Respekt vor der Küche und dem ästhetischen Empfinden der Partner zu tun. Manieren stehen in gewissem Kontrast zum ganz persönlichen Lustgefühl. Heute wird alles zum Tisch, zum Bett. Billig, unkompliziert, naturverbunden. Das Auskosten des Individualismus als Alternative zur geregelten Arbeitswelt. Dabei sind Manieren oft Nebensache. Es ist aber nützlich zu wissen, wann Rücksicht angebracht ist. Und das will gelernt sein. Jena im Stadtteil Lobeda. Zu DDR-Zeiten Wohnort von 40.000 Menschen. Heute mit großer Abwanderung und 15% Arbeitslosen. Da sorgt die Lobdeburg-Schule für gute Umgangsformen. Sie wurde für ihre Werteerziehung ausgezeichnet. Schüler und Lehrer kommen nicht nur pünktlich zum Unterricht und grüßen, sondern die Schule hat den Grundsatz der Manieren zum Motto gemacht: Miteinander leben lernen. In einer Gemeinschaft, wo Menschen miteinander sind, muss es einfach Regeln geben. Und die können an der einen Schule so aussehen, in einem Betrieb können sie so aussehen. Aber ich denke, man muss sich einigen können. Und es kann nicht jeder das tun, was er gerade für richtig hält. Und deswegen ist es wichtig, dass für eine Schule so ein Konsens gefunden wird. Von Schülern, Lehrern, Eltern und allen, die daran beteiligt sind. Die gemeinsam ausgearbeiteten Hausregeln fördern den gegenseitigen Respekt. Wenn die Kinder ihre Wochenaufgaben erledigen, sind sie ruhig, ob unter Aufsicht oder allein. Sie wissen, dass Störungen die anderen beim Arbeiten behindern und das wäre unanständig. Das Klassenzimmer soll aufgeräumt sein und Abfall darf nicht herumliegen. Ich denke, die meisten Schüler werfen das alles in den Papierkorb und wenn mal was daneben geht, dann heben die das bestimmt auch auf. Das mache ich zumindest auch so. Auch außerhalb des Klassenraums ist mit fremdem Eigentum sorgfältig umzugehen. Da hilft es vielleicht, dass die Schule von Hausmeister, Eltern, Schülern und Lehrern gemeinsam renoviert und mit Schülerarbeiten dekoriert wurde. Wandschmierereien sind hier eher selten. Wenn es mal passiert, und es passiert auch mal, Schule ist keine heile Welt, dass Schüler mal irgendwo was hinterlassen an Bildchen oder irgendwas, dann ist der Hausmeister gleich zur Stelle, entweder er macht das selber schnell weg, wenn es eine Kleinigkeit ist. Oder wir nehmen uns dann auch die Schüler ran, die da sich meistens aufhalten und sagen, Leute, ihr habt dann einmal Farbe, bringt es mal bitte wieder in Ordnung. Manchmal werden private Arbeiten der Schüler ausgestellt und von den Lehrern mit einer Vernissage beehrt. Gute Initiativen verdienen Beachtung, ist die Devise. Dies stärkt das Selbstbewusstsein der Jugendlichen und erlaubt ihnen, auch sicherer auf andere zuzugehen. Manieren haben viel mit Selbstvertrauen zu tun. Die Lobdeburg-Schule hält den Thüringer Lehrplan ein, setzt aber auf Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Die Erziehung zu gutem Verhalten läuft einfach mit. Nicht zuletzt durch das Vorbild der Lehrer. Sie gehen auf die Kinder ein, sind solidarisch untereinander, sind pünktlich oder heben auch mal Abfall auf. Von speziellen Manierenkursen hält man hier nichts. Man muss hier unterscheiden, sind das Manieren, die man sich angelernt hat und die man wie ein Katalog aufblättert und abspult. Die wichtigste Manier ist eigentlich, menschlich und höflich miteinander umzugehen. Und das geht immer auf die Person zu und das kann nie verkehrt sein. Tai Chi, für Buben mit überschüssiger Energie. Auch hier ist der Respekt Thema. Respekt bedeutet, andere Menschen zu ehren und rücksichtsvoll, aufmerksam und höflich zu sein, erwidert ein Dritter. Ein guter Umgang setzt voraus, dass man die anderen nimmt, wie sie sind und auch sich selber annimmt. Und man muss verstehen, dass die persönliche Freiheit dort aufhört, wo die des Nächsten beginnt. Verliert man die Beherrschung, verliert sie das Gegenüber auch. Wenn man aber seine Fähigkeiten kennt und sie real einschätzt, kann man mit anderen umgehen, ohne sie zu verletzen. Und das ist letztlich der Sinn der Manieren, jedem Menschen seinen Platz zuzugestehen. Es gilt auch anzuerkennen, dass ein Gleichaltriger auf einem Gebiet vielleicht etwas mehr kann als andere.
Für alle Schüler ist es selbstverständlich, die verwendeten Objekte wegzuräumen. Die Nächsten wollen eine aufgeräumte Halle vorfinden. Wie du mir, so ich dir. Die Thüringer Eltern haben ein verbrieftes Mitspracherecht. Aber an der Lobdeburg-Schule setzt man explizit auf ihre Mitarbeit. Jeden Monat gibt es einen Elternstammtisch. Alle 6 Wochen trifft sich die Elternvertretung. Denn für die Werteerziehung ist das Vertrauen zwischen Eltern und Lehrern bedeutend. Das aber bedingt Gespräche und Transparenz. Es gibt ja nicht ohne Grund diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und wenn ich zu Hause diese Grundsteine nicht lege oder diese Schularbeit nicht unterstütze, dann hat es die Schule furchtbar schwer. Das geht gar nicht. Ich kann nicht sagen, Schule, mach du mal meine Erziehungsarbeit. Schule kann meine Erziehungsarbeit begleiten und ergänzen. Aber in erster Linie sind es die Eltern, die fürs Wohl der Kinder zu sorgen haben. Und zum Wohl der Kinder gehört eine ordentliche Bildung. In der 8. Klasse gibt es ein Training in Gesprächsführung. Denn richtig zu kommunizieren ist eines der Herzstücke der Manieren. Etwa andere Meinungen zuzulassen. Oder sich getrauen, die Meinung zu sagen. Ich denke mal schon, dass ihm das auch manchmal tierisch auf den Geist geht, richtig höflich zu sein. Frag ihn nochmal, Christian, bist du eigentlich nur so höflich? Du kannst auch nicht immer höflich sein, oder? Solche Menschen gibt's. Zu verstehen, dass Auslachen unmanierlich ist. Eileen redet lauter, weil sie denkt, dass sie mehr Recht hat als Christian. Ja. Und dass man streiten kann, ohne einander zu beleidigen. Ein Gespräch soll ehrlich verlaufen. Und ehrlich ist es eben auch, wenn ich natürlich dabei bleibe. Die zweite Komponente, die noch dazukommt und die wir hier, denke ich, auch versucht haben, mit rüberzubringen und lernen zu wollen, ist die Fairness in einem Gespräch. Also auch mit meinem eigenen Charakter, vielleicht auch mit einem Wissen um eine bestimmte Impulsivität, trotzdem sich zu bemühen, fair zu bleiben. Die Kinder lernen, Konflikte auf sachlicher Ebene auszutragen. Beschimpfungen, Fäkalausdrücke, despektierliche Wortfetzen sind nicht nur unanständig, sie verletzen und erniedrigen. Und wer eingeschüchtert ist, kann nicht offen auf andere zugehen. Das zeigen uns ja die heutigen Probleme in der Welt, dass es eigentlich immer wieder Konflikte sind, wo Menschen nicht miteinander klarkommen. Und deswegen sage ich, wir werden wahrscheinlich in den fortgeschrittenen Generation nicht mehr viel verändern können. Deswegen ist es so wichtig, dass man bei jungen Leuten dieses Miteinander einfach wieder ein bisschen lebendig werden lässt. Und für mich ist das das A und O der gesamten Politik überhaupt. Wie gelingt es, dass Menschen nicht gegeneinander, sondern miteinander Probleme lösen oder Dinge angehen? Um ein Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen zu entwickeln, haben die Kinder von Lobeda Kontakt mit 2 Buben in Nicaragua. Sie bezahlen ihnen das Schulgeld und sammeln für einen Volkstanzunterricht. Persönliche Kontakte helfen, Vorurteile abzubauen. Schon seit einigen Jahren gibt es zwischen unserer Schule und einer Schule in Nicaragua eine Schulpartnerschaft. So bekommt der Begriff Solidarität ein Gesicht. Viele schöne, verschiedene Karten verkauft worden. Letztlich wäre es doch nichts als anständig, dass alle angenehm leben könnten. Nur halt, weil wenn die das jetzt an dem Freitag und dem Montag macht, ist halt das Problem. Die Schüler bzw. die Klassenvertreter sind selber auch Partner im Wertekonzept. Sie entscheiden über Bereiche wie Schlussfeier, bringen Anregungen zur Gestaltung des Schulalltags und besprechen Konflikte. Es ging hier im Prinzip nur darum, wir Schüler respektieren unsere Lehrer, weil die sich auch für uns einsetzen. Also wir merken richtig, wir sind den Lehrern wichtig, die wollen aus uns das Beste rausholen und klar, das merkt man. Und die Lehrer respektieren uns auch. Also das ist ja ein Geben und Nehmen an der Schule. Die Auszeichnung des Bundes Deutscher Arbeitgeber für die Werteerziehung hat der Schule Geld eingebracht. Unter anderem wurde damit ein Schlagzeug gekauft. Die Schüler benutzen es auch ohne Aufsicht. Den letzten Song zum Beispiel, ne? Da musst du dran denken, weil es zu spät ist. Da nicht den eigenverantwortlichen Umgang miteinander und mit fremdem Eigentum als Inbegriff guter Manieren können alle lernen, unabhängig von der Herkunft. Das Resultat? Die Schüler von Lobeda, das belegen die Zahlen, haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Salam alaikum.
Manieren sind von Kultur zu Kultur verschieden. Von Süditalien bis Asien pflegen die Menschen ihre Geschäfte beziehungsorientiert abzuwickeln, nicht nach Zeitplan, wie die Nordeuropäer und Amerikaner. Man geht hier etwa zum Türken Osman Aydin in Bern einkaufen, weil er empfohlen wurde. Man versucht jeweils zuerst seine Arbeit kennenzulernen und ihm zu vertrauen, egal wie viel Zeit dies in Anspruch nimmt. Es wäre unhöflich, den Prozess der Vertrauensbildung beschleunigen zu wollen, wie dies Nordländer oft tun. Die IBM, weltweit die Nummer 1 der Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, mit 319.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern. Neben Kundenfreundlichkeit und Innovation gilt der Respekt als Grundpfeiler der Unternehmenskultur. In der Schweizer Zentrale in Zürich gibt es kaum fixe Arbeitsplätze. Man sucht sich einen freien Tisch im Großraumbüro. Die Nachbarn wechseln. Das verlangt das Einhalten einiger Umgangsformen. Man spricht nicht einfach laut und schon gar nicht private Dinge im Büro. Damit kann man ja ein Kundengespräch, das nebenan geführt ist, empfindlich stören. Es gibt aber auch den Respekt, wenn ich zu jemandem an den Pult trete, ihn vielleicht frage, darf ich dich schnell stören oder bist du gerade beschäftigt? Es sind ja unsichtbare Wände da, ich könnte ja direkt hineinplatzen. Die Leiterin der Abteilung für Regierungskunden ist viel unterwegs und arbeitet mit Menschen vieler Nationen zusammen. Die Regeln des Anstands sind in dieser Branche international gültig. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und ich denke nicht, dass man sich unterwerfen muss, das ist nicht damit gemeint, aber man respektiert dem Kunden gegenüber, dass man sich anständig kleidet, auch dass man sich vorbereitet hat für das Gespräch, dass man in dem Sinne richtig vorbereitet kommt und dazu gehört auch die Kleidung. Es gilt als unhöflich, den Kunden durch unpassende Kleidung zu brüskieren und ihm durch schlechte Vorbereitung Zeit zu stehlen. Intern zählt bei IBM auch die diskrete Kommunikation. Wer am Computer angeschlossen ist, wird Teil eines internen Chatsystems. Dazu geeignet, die Nachbarn nicht zu stören. Ich sitze angeschlossen mit dem Computer in Meetings und will noch schnell etwas abklären. Oder will nicht, dass die anderen etwas hören. Oder in einem Großraum schnell zwei, drei Confidential, also vertrauliche Dinge fragen. Und muss nicht hinaus und telefonieren, sondern kann das so abklären. Besprechungen mit Kunden oder Partnern? Heute sind in Bezug auf Kleidung und Verhalten keine Unterschiede mehr auszumachen. IBM wurde 1924 in Amerika gegründet. Seit 1935 werden gleiche Löhne für beide Geschlechter bezahlt. Aber bis 1990 trugen die Männer Krawatte und dunklen Anzug. IBM wirkte unzeitgemäß und hochnäsig. Ihr drohte der Kollaps. Seit 1990 setzt sie aber erfolgreich auf zeitgemäßen Umgang. Ich habe den Eindruck, dass sich das eigentlich in den letzten Jahren eher gebessert hat. Die Leute verstehen eigentlich, wo sie sich bewegen. Sie sind flexibel, sie sind offen, sie sind einfacher im Kommunizieren miteinander. Es werden viele Floskeln, die man früher so gebraucht hat, die werden gleich von Anfang an abgelegt. Die Leute sind direkter, vor allem junge Leute, die kommunizieren mit einer gewissen und großen Leichtigkeit und das ist eigentlich sehr vielversprechend. Die Unternehmensberater von IBM. Sie müssen auf allen Registern der Manieren spielen können. Sie beraten Unternehmensführer, Privatbanker oder Versicherungen. Zu einer Sitzung perfekt in einen Raum zu treten, zuerst Kunde, dann Gastgeber und zuletzt der Assistent. Das gehört zur Grundhaltung. Vielleicht, wenn ich darf, schnell da hinten blättere. Ich möchte das jetzt. Man will nicht durch Äußerlichkeiten eine gute Zusammenarbeit stören. Beim Gespräch gelten die alten Modi. Man lässt einander ausreden, wird nicht ausfällig, konzentriert sich, schaut sich an und lässt auch den Assistenten zu Wort kommen. Ebenso angebracht sind ein passendes Ambiente, eine nicht fuchtelnde Gestik, gepflegte Hände und Fußkleid. Weiße Socken gelten als unmanierlich. Geputzte Schuhe zeugen von Respekt dem Kunden gegenüber, vor allem, wenn man in dessen Räumen arbeitet. Der Kunde weiß immer, was er für uns zu bezahlen hat. Also von dem her erwartet er natürlich schon ein gewisses Verhalten. Und dann
bewegt man sich in einer fremden Kultur jeweils vom Kunden. Das ist auch sicher die Erwartung, dass man das akzeptiert und schätzt. Und es gibt dann aber auch ganz normale, profane Dinge. Man geht mit dem Kunden Mittagessen, was auch immer. Auch da wird natürlich ein gewisses Verhalten erwartet, also dass man einfach so weiß, wie man sich da ungefähr zu benehmen hat. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass wir immer sehr steif sind und uns nie streiten, aber vielleicht in einer gewissen Form spielt sich das Ganze ab. Am Vorabend nicht zu viel Knoblauch essen, den Kaugummi entsorgen und das Handy ausschalten. Das sind drei Empfehlungen, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht. Zuvor war Diane Illy schon mit anderen Jugendlichen im Unternehmen. Da wurde das Gruppenverhalten und die Kontaktfähigkeit beobachtet. Sie möchte eine kaufmännische Lehre bei IBM machen. In der Nichtraucherzone zu warten, gibt auch einen Pluspunkt. Ein mulmiges Gefühl ist vielleicht schon da, aber Angst würde ich nicht sagen, weil in der Schule wurden wir gut darauf vorbereitet. Uns wurden Fragen gegeben, die man, also auf die man sich eine Antwort überlegen konnte und sich ausdenkt, was man speziell sagen soll oder was eher nicht. Es ist sehr wichtig, dass die Person anständig ist, dass die Fragen gut beantwortet werden. Also sicher auch der erste Eindruck ist wichtig, also wenn wir jemanden am Empfang abholen, dass das Äußere stimmt, dass auch der Händedruck stimmt, dass da wirklich so ein Mix zwischen zu festdrücken und eine weiche Pfote, wie man dem so schön sagt, einem entgegenkommt. Einfach der ganze Eindruck muss stimmen. Man sollte nie nur mit Ja und Nein antworten, auch wenn Dinge gefragt werden, die bereits in der Bewerbung stehen. Die Ausbildner wollen wissen, ob man formulieren kann. Den Stellensuchenden kann man die Prüfung erleichtern, indem man interessiert zuhört. Jazz, Hip-Hop, das ist eine grosse Leidenschaft. Dann tue ich gerne Velo fahren. Als Jugendliche beendet man das Gespräch nicht von sich aus und wartet, bis die ältere Person die Hand zum Abschied entgegenstreckt. Für mich ist es wichtig, dass sich die Person natürlich gibt, also dass sie auch sich selbst bleibt. Weil das Ziel von diesem Bewerbungsgespräch ist ja, dass wir uns gegenseitig vorstellen können, die nächsten 3 oder 4 Jahre zusammenarbeiten zu können, dass die Chemie zwischen uns stimmt und dass wir die Person auch so erleben und kennenlernen, wie sie wirklich auch ist. Diane Illy hat die Lehrstelle bekommen. Junge Menschen, hier die Informatiklehrlinge, bringen beim Eintritt in ein Unternehmen ihre Persönlichkeit ein und werden Teil der Firmenkultur. Eine Schere oft auch zwischen persönlichen Interessen und Arbeit? Wir versuchen natürlich, diese Deckung so zu schaffen, dass wir Leuten Aufgaben geben können, wo sie wirklich ihre Fähigkeiten einsetzen können, ihre Möglichkeiten der Weiterentwicklung ausprobieren können und Erfolg haben können. Und wenn dann diese persönlichen Interessen verwirklicht werden können und gleichzeitig die unternehmerischen Ziele, dann wären wir in einem Idealfall. Das ist nicht immer möglich, aber das streben wir an. Ich will einfach schauen, dass wir dann 6 drauf haben. Okay. Früh schon lernen die Jungen, Kunden zu betreuen, auch wenn diese vorerst Mitarbeiter desselben Unternehmens sind. Sie lernen, die richtige Körperdistanz zu halten, klar und unaufgeregt zu informieren, Kundenwünsche herauszuhören. Welchen Stellenwert in der Karriere haben Manieren? Heute spricht man von Sozialkompetenz und Verständnis für das Umfeld. Und ich glaube, das ist absolut natürlich entscheidend, dass jemand das Umfeld kennt, dass jemand weiß, mit welchem Kulturkreis er umgeht. Wir haben bei unserem Unternehmen 49 Nationalitäten hier in der Schweiz. Also wenn man jetzt nicht versteht, mit wem man hier zu tun hat, dann ist man natürlich in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt. Und von dort aus gesehen ist dieses Wort Manieren natürlich absolut weiterhin entscheidend. Manieren oder angepasstes Verhalten oder Sozialkompetenz ersetzen nicht das Wissen oder Können, aber sie erleichtern und verbessern den menschlichen Umgang. Schönen Tag. Gleichfalls, merci. Ade. Ade.